Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Operation Fortune. Ein neuer Film mit Jason Statham von Guy Ritchie. Interessantes Ding geworden, was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Die besten Agenten sind Stars und die besten Schauspieler sind Filmstars. Ist was Wahres dran? Du bist Schauspieler. Spiel. Okay, ich bin bereit. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der britische Geheimagent Orson Fortune. Und der gilt in der Branche so als einer der Besten. Und er soll eben einen Waffendeal, wo ganz moderne neue Technik, die so noch nicht auf dem Markt ist, verkauft werden soll, verhindern. Dafür bekommt er ein Team an die Seite gestellt, wo er anfangs erstmal nicht so wirklich viel mit anfangen kann. Und dementsprechend ist da schon mal gleich so direkt von Beginn an so ein Knistern zwischen den Figuren. Und das macht richtig Spaß, weil die nehmen sich gegenseitig auf den Arm. Das ist aber trotzdem immer noch in Anführungszeichen professionell und unterhaltsam. Also es macht einfach Spaß, weil der Film nimmt sich auf der einen Seite ernst, aber auf der anderen Seite ist er eben auch sehr, sehr unterhaltsam und lustig. Man muss sagen, Guy Ritchie hat hier an vielen Stellen, was die Geschichte angeht, sehr den Fokus auf Dialoge gesetzt. Und das merkt man hier oftmals, dass einfach ein bisschen zu viel gequatscht wird und der Rest so eher Nebensache ist. Wobei der Rest hingegen richtig gut ist. Die Kämpfe sind gut choreografiert, komme ich gleich bei der Technik noch zu. Aber es macht einfach Spaß zuzugucken, weil eben die Figuren miteinander zusammenspielen. So, worum es wirklich geht, ist manchmal gefühlt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber und auch nicht wichtig genug, sondern es geht eher eigentlich immer nur um die Dialoge und dieses große Ziel am Ende, das wird so angedeutet. Auf jeden Fall ist er in der Umsetzung auch sehr kreativ, mit welche Figuren hier mit reinkommen, sehr unterhaltsam, hat mir echt gut gefallen. Ich will von der Story gar nicht zu viel verraten, dementsprechend 4 von 5 Punkten, echt gut geworden. Weiter geht's zum Schauspiel. Jason Statham zeigt hier mal wieder, dass er eben auch ein guter Schauspieler ist. Und dazu hat er auch noch einige Unterstützung bekommen. Ein anderes bekanntes Gesicht, was hier zum Beispiel mit dabei ist, ist Hugh Grant. Der Cast ist insgesamt gut besetzt. Manchmal denkt man sich auch so ein bisschen, okay, die Besetzung hätte es jetzt nicht sein müssen. Aber einige andere, mehr oder weniger bekannte Gesichter sind ebenfalls mit dabei. Insgesamt gut geworden. Vor allem der Hauptcast hat mich überzeugt. 4 von 5 Punkten. Technisch muss ich sagen, ist es so schön, echte Sets zu sehen. Also wir sind hier einmal quer um die Welt gereist, gefühlt ganz viele Orte, manche sind mehr oder weniger nötig gewesen, aber es macht einfach Spaß, dass man hier echte coole Landschaften hat, die nicht irgendwie aus dem Computer kommen oder dass Leute da reingebaut wurden. Es sieht einfach richtig cool aus. Dazu ist die Action noch cool gefilmt und es macht einfach Spaß zuzugucken. Diese Mischung, man merkt einfach, dass hier ein Filmemacher dran ist und diese Mischung aus realen Sets und einer guten Geschichte, das ist einfach super unterhaltsam, macht Spaß und die Kamera ist wirklich toll, dementsprechend 4 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, es hat sich gelohnt, auf den neuesten Guy Ritchie-Film zu warten. Und man hat hier jetzt nicht so viel Action drin wie in Cash Truck, aber er ist auf jeden Fall, was die Sets angeht, abwechslungsreicher, was die Geschichte angeht, auch ein bisschen weiter gestreut, auch wenn mir persönlich immer noch ein bisschen zu viel geredet wird. Es ist trotzdem super unterhaltsam, ein Film, der nicht kurzweilig ist und es macht einfach Spaß zuzugucken, auch wenn die Geschichte ein bisschen zu hoch gegriffen ist von dem, dass man die Welt retten muss. Aber cool umgesetzt, bin gespannt, was da noch zwischen Guy Ritchie und Jason Statham kommt, das funktioniert irgendwie immer relativ gut. Dementsprechend 4 von 5 Punkten, hat mir gut gefallen, insgesamt dann 16 von 20 Punkten, klare Empfehlung meinerseits, könnt ihr euch definitiv im Kino anschauen. Das war's soweit mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!